In diesem Video zeige ich dir, wie du die Geheimregion von Kapitel 5 erreichen kannst. Unter anderem musst du hierfür die Questreihe vom jetzigen Kollegen abschließen. Außerdem ist es vielleicht noch interessant zu wissen, dass du dadurch eine Bronzetrophäe und viele weitere starke Belohnungen erhalten wirst. Und damit herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. Schön, dass du am Start bist und bevor es losgeht, habe ich noch eine wichtige Info für dich. Da die Questreihe für die Freischaltung der Geheimregion sich mit der Pferdequest überschneidet, werde ich dir in diesem Video zeigen, wie du beide Questreihen auf einmal abschließen kannst. Hierbei ist der große Vorteil für dich, dass du dadurch einiges an Zeit einsparen wirst, da du quasi alles in einem Rutsch erledigen kannst, ohne separate Videos anschauen zu müssen. Und nachdem du das jetzt weißt, kann es auch schon direkt mit dem ersten Schritt losgehen. Hierfür begibst du dich zum jetzigen Schrein in Kapitel 5 und dort angekommen nutzt du dann denselben Weg wie ich. Beim jetzigen Spot angekommen, wird es dein Ziel sein, alle Gegner inklusive dem Phalanx-Streiter zu besiegen. Nachdem du alle Gegner besiegt hast, sprichst du den Kollegen jetzt so oft an, bis sich die Dialoge mit ihm wiederholen. Danach wird es deine Aufgabe sein, alle Elementkarren zu zerstören und der erste befindet sich praktischerweise direkt in der Nähe und hierfür nutzt du einfach denselben Weg wie ich. Nachdem du die erste Karre zerstört hast, begibst du dich zum jetzigen Schrein, den du automatisch im Laufe der Story erreichen wirst. Und auch hier nutzt du wieder mal denselben Weg wie ich, um die zweite Elementkarre zu erreichen. Nachdem du die zweite Karre besiegt hast, geht es als nächstes mit dem Start bzw. der Fortsetzung der Pferdequest weiter. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass du das Pferd als nächstes in jedem Kapitel einmal aufsuchen musst. Zusätzlich ist es noch sehr wichtig zu wissen, dass sich das Pferd in deinem Run in dem Kapitel befindet, in dem du es noch nicht aufgesucht hast. Solltest du also das Pferd im zweiten Kapitel angesprochen haben, wird sich der Kollege bei dir im dritten Kapitel befinden. Solltest du aber das Pferd noch kein einziges Mal angesprochen haben, wird es sich bei dir höchstwahrscheinlich beim jetzigen Spot in Kapitel 1 befinden. Und je nachdem, wie weit du bist, kannst du in der Videobeschreibung das Kapitel auswählen, in dem du den Kollegen noch ansprechen musst. Um bei der Pferdequest auf Nummer sicher zu gehen, würde ich dir empfehlen, in jedem Kapitel das Pferd so oft anzusprechen, bis sich die Dialoge mit ihm wiederholen. Und nachdem du das jetzt weißt, lasse ich erstmal das Video kommentarlos weiterlaufen. Nachdem ich dir aber im vierten Kapitel den Spot vom Pferd gezeigt habe, werde ich mich wieder mit hinzuschalten. Oh, coming close!
and true is my foresight. A grim one. Fate binds us, sir. From the Black Wind Mountain to here, we meet again. My friend, Yellow Wind Ridge offered me nothing. Für den nächsten Schritt setzt du jetzt die Story fort, bis du beim jetzigen Schrein in Kapitel 5 ankommst. Nach dem Beginn der jetzigen Cutscene wartet ein Bossfight auf dich, und nachdem du MC Fishy und seine Freunde besiegt hast, geht es als nächstes beim jetzigen Schrein weiter. Beim jetzigen Spot angekommen, schaltest du jetzt erstmal den Gegner aus. Danach ziehst du an der Peitsche und auf diese Weise wirst du die Verwandlung plus eine weitere Trophäe erhalten. It has lingered for you for too long. It's yours now. My journey of life. Das war jetzt die Pferdequest und als nächstes werde ich dir zeigen, wo sich die vierte Karre befindet. Und sollte ich dir mit diesem Video bislang weitergeholfen haben, lass mich das gerne mit einem Like wissen.
Nachdem du die vierte Karre besiegt hast, begibst du dich als nächstes zum jetzigen Schrein, um den Kollegen von vorhin erneut aufzusuchen. Bei dem Kollegen bzw. dem Phalanx-Streiter angekommen, sprichst du ihn jetzt so oft an, bis er nichts mehr Neues zu sagen hat, und danach begibst du dich erneut zum jetzigen Schrein und suchst den Kollegen bei seinem neuen Spot auf. Wie du es dir wahrscheinlich schon denken kannst, darfst du dir jetzt wieder mal all seine Dialoge anhören. Und als nächstes wird es dein Ziel sein, die Story so weit fortzusetzen, bis du beim jetzigen Schrein ankommst. Hier nutzt du dann wieder mal denselben Weg, um den fünften bzw. letzten Karren zu finden. Beim jetzigen Spot angekommen, besiegst du jetzt den letzten Karren und danach sprichst du den Phalanx-Streiter an, um eine Cutscene zu starten.
Nach der Cutscene machst du einfach dasselbe wie ich, um den ersten Schrein innerhalb der Geheimregion zu erreichen. Nachdem du jetzt den ersten Schrein innerhalb der Geheimregion freigeschaltet hast, warten als nächstes einige Truhen mit wertvollem Loot auf dich. Da der Innenbereich übrigens linear aufgebaut ist und du die Truhen daher nicht verpassen wirst, werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Ansonsten ist es vielleicht noch interessant zu wissen, dass du in dieser Region einen Geist freischalten wirst. Außerdem wirst du innerhalb dieser Geheimregion auf zwei Bosse treffen. Der erste Bossfight ist relativ einfach, aber der zweite hat es wirklich in sich. Deswegen habe ich für diesen Bossfight auch ein separates Video erstellt, in dem ich dir zeige, wie du die Bestie deutlich einfacher ausschalten kannst. Und nachdem du den Kollegen besiegt hast, erhältst du nicht nur die jetzige Bronze-Trophäe, sondern auch viele wertvolle Ressourcen. Und wie gewohnt kannst du jetzt weitere Guides zu Black Mifu Kong unten im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.